deutschen Universitäten zeichnen sich eigentlich durch eine qualitativ sehr hochwertige, breite Aufstellung auf. Eigentlich sind viele deutsche Universitäten auf einem sehr guten Niveau. Das ist sicherlich auch die RWTH vielleicht nochmal auch ganz oben in diesem sehr guten, hohen Niveau. Wo das gesamte System, aber System vergleichend mit dem amerikanischen, dem britischen, dem holländischen System vielleicht Schwierigkeiten hat, ist in der absoluten Spitze. Wenn man sich da die Kennzahlen anschaut, die natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, dann haben wir Schwächen in der absoluten Spitze. Und die Spitze strahlt häufig aufs gesamte System aus. Und ich glaube, das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen in Deutschland. Ich bin überrascht, dass so viele kommen. Ich habe immer gedacht, die lieben Professoren sind so beschäftigt, die schaffen es nicht mal mittags für eine Stunde in unser Gästehaus zu kommen. Jetzt muss ich sagen, unser Gästehaus ist zu klein. Und der Vortrag von Ferdi Schütt war natürlich großartig. Ein Max Planck an der RWTH, das ist an sich ja schon ein Event. Ein Faculty Club ist eine wunderbare Plattform, um akademisches Leben zu befördern, wo sich Wissenschaftler austauschen können, abseits des normalen Tagesgeschäfts, abseits der normalen Probleme und Herausforderungen, die ein Hochschulsystem mit sich bringt, sondern man kann wirklich mal ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschauen und sich mit Kollegen austauschen. Wir wollen das Wir-Gefühl auch stärken und wir legen ganz großen Wert darauf, dass die Juniorprofessoren, die unsere Advanced Talents, also sind die Juniorprofessoren, die Nachwuchswissenschaftler mit besonderen Leistungen, mit den älteren Professoren, mit den Full-Professoren zusammenkommen, sich austauschen, und das ist für uns ganz wichtig. Ja, für mich bietet der Faculty Club eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit, mit Kollegen aus anderen Bereichen ins Gespräch zu kommen. Da ich sehr stark interdisziplinär arbeite, ist es für mich auch sehr wichtig, mich zu vernetzen, gerade mit anderen Fakultäten. Und in diesem lockeren Rahmen ist das hier eine sehr nette Angelegenheit.